unser Farmers Cup Pokal und das ist erstmal eine Skizze und der liebe Stefan wird uns jetzt mal erklären, wie daraus ein richtiger Pokal wird. Ich habe jetzt hier mal einen Zylinder vom Farmer Pokal. Ich versuche den Krater abzuschleifen sozusagen und die Oberfläche etwas zu verbessern, damit der Polierer hinterher es einfacher hat und nicht so lange polieren muss. Was war denn so, was dir wirklich im Kopf geblieben ist? Der ist schon sehr speziell, eine spezielle Form. Gab es gerade bei dem Pokal irgendeine spezielle Herausforderung oder gerade beim Straußdesign oder irgendwas? Das zusammenzumontieren, Einzelteile, wie man sie jetzt genau fertigt, ist durchaus eine Herausforderung, ja. Unsere Farmer können nicht nur ein Preisgeld gewinnen und einen Straußgutschein, sondern auch einen ganz, ganz tollen Pokal. Ja, herzlich willkommen, Vanessa, hier in unserer edelsten Pokalschmiede Deutschlands. Und hinter mir siehst du den Champions League Pokal, der ist sogar in den 60er Jahren hier im Haus entworfen worden. Den DFB Pokal, den besten Fernsehpreis Deutschlands, das ist die Goldene Kamera. Florian, erzähl mal, wie lange gibt es denn euch schon? Das Unternehmen wurde 1829 gegründet und war dann auch bis 1993 im Familienbesitz. Ich habe das Unternehmen 2005 von dem Hofjuwelier Hansen aus Kiel übernommen und bin mit meiner Mannschaft hier in die Überseestadt gezogen, weil wir die Idee hatten, dass wir für Kunden ganz individuelle Entwürfe umsetzen, sodass wir wirklich das tradierte Handwerk ins neue Zeitalter transportiert haben. Ich suche Leute, die 500 bis 1000 Euro verdienen wollen und das Ganze auf freier Zeiteinteilung. Egal, ob du Student bist oder ob du arbeitest, wenn du Interesse daran hast, schreib mir gerne auf Instagram oder Facebook, dann lasse ich dir alle wichtigen Informationen zukommen. Ich blende dir jetzt hier meinen Instagram und meinen Facebook-Account ein und da kannst du mir da schreiben und dann gebe ich dir alle Infos, die du dafür brauchst. Ich bin jetzt bei Stefan, dem Handwerksmeister, und ich habe mir gerade schon sagen lassen, dass alles, was hier steht, auch benutzt wird. Richtig. Alles. Richtig, alles. Warst du auch überfordert, als du den Entwurf des Farmers Cup Pokals zum ersten Mal gesehen hast? Das war schon eine Herausforderung. Ich kann, glaube ich, ein bisschen basteln. Da hast du ja das Teil, genau. Das gehört doch irgendwie zusammen, oder? Ja, das gehört nachher zusammen. Und zwar kommt das eine hier, das ist schon mal poliert. Die werden dann hier so reingestellt. Und dann kommt der letzte. Ja. Und dann hat man hier eine schöne Auspuffanlage. So soll das denn so ungefähr erstmal. Kommt hin. Das kommt hin, ne? Ja. Sieht gut aus. Stefan, wo sind wir hier angekommen? Es ist ziemlich heiß hier, wenn ich das mal sagen darf. Nein, das ist der heißeste Ort, weil hier viel gelötet wird, hier wird geglüht. Was fasziniert dich denn so am allermeisten an deinem Handwerk? Das war das Frachtschiff. Nochmal, klar. Das Außergewöhnlichste mit dazu gehört sind alle Einzelanfertigungen. Natürlich denn der Straußpokal. Die ganz Aufmerksamen unter euch haben vielleicht noch eine weitere Skizze entdeckt mit einem weiteren Pokal. Und ihr müsst natürlich nicht tatenlos zu Hause rumsitzen und zuschauen. Wir haben uns was ganz, ganz Großes für euch einfallen lassen. Ihr könnt Preisgeld gewinnen und auch so einen coolen Pokal. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Mehr gibt's in den nächsten Tagen. Der Strauß Farmers Cup.